Unser Energiesystem braucht ein Upgrade. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann müssen fossile Energien durch erneuerbare ersetzt werden. Und das möglichst schnell. Aber wie kann unser Energiesystem der Zukunft aussehen? Um diese Frage zu beantworten und die nächsten Schritte des Umbaus zu gehen, müssen wir das ganze System betrachten, nicht nur einzelne Teile. Hier, an der Leibniz-Universität Hannover, werden Zukunftsszenarien für das Gesamtenergiesystem entwickelt. Die Forschenden arbeiten an Energiewende-Modellen, um Wege zu einer nachhaltigen Versorgung zu finden und miteinander zu vergleichen. Diese Ergebnisse helfen dann dabei, eine gute Gesamtplanung zu entwickeln. Denn nur wenn alle Teile des Energiesystems zusammenarbeiten, lässt sich das Energiesystem der Zukunft wirklich umsetzen. E-Autos werden zum Beispiel dann geladen, wenn gerade überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen verfügbar ist. Die Anpassung an die schwankenden Angebote von Wind- und Sonnenenergie ist eine große Herausforderung. Und auch bei der Speicherung von Strom besteht noch Optimierungspotenzial. Langfristige Modelle sind super wichtig und helfen, komplexe Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Energiequellen, Verbrauchern und Speichersystemen zu verstehen. So entstehen wertvolle Handlungsempfehlungen, die die Planung und Umsetzung der Energiewende voranbringen. In diesem Sinne, bleibt neugierig, denn Wissen schafft Energie und bringt uns weiter. Wollt ihr ein Teil davon sein? Unten in der Caption findet ihr einen Link zu spannenden Energiestudiengängen und Forschungsprojekten hier an der Leibniz-Uni Hannover. Wir sehen uns, euer Cedric.